Dann schalte ich jetzt einmal auf eine der Intensivstationen in Deutschland, nämlich nach Bremen-Ost zur Intensivschwester Tanja Grote, die dort gerade Dienst macht. Hallo Frau Grote. Hallo. Sie starten gerade Ihre Schicht, richtig? Ja, genau. Wie belastend ist diese Arbeit gerade in diesen Corona-Zeiten, wenn Sie mal so über das ganze Jahr gucken, über die ganzen Monate, die sich schon hinter sich haben? Wie belastend war und ist das? Also zu Beginn der Pandemie war es wirklich, wirklich schwierig für uns, weil viel Unsicherheit bestanden hat. Das größte Problem ist halt, dass wir eingangs gar keine Besucher bei uns haben durften und halt Patienten dann halt alleine waren. Und es war schwierig, dann Kontakt natürlich für die Patienten, den Kontakt zu ihren Angehörigen zu halten, dass wir dann halt probiert haben per Handy, dass die Patienten mit dem Handy telefonieren durften, beziehungsweise dass wir halt auch eng mit den Angehörigen dann im Kontakt standen. Also das war ist schon auch weiterhin belastend, dass es so eingeschränkte Besuchsregelungen gibt und die Patienten dann halt auch teilweise lange Zeit dann auch isoliert sind. Sie müssen sich vorstellen, sie sind in einem Einzelzimmer ganz alleine und dann kommt halt die Pflegekraft oder der Arzt rein und dann sind sie dann halt aber auch wieder eine Zeit lang ganz allein und sie bekommen keinen Besuch. Jetzt gibt es ganz viele in Deutschland, die sind ins Homeoffice gewechselt. Hätten Sie sich auch manchmal gewünscht, Homeoffice zu haben? Nein, eigentlich nicht wirklich. Also weil es war schon toll, also wenn ich auf den Straßen los war, man ist immer ganz schnell zur Arbeit gekommen. Nein, also eigentlich nicht. Das ist schon okay, weil die Arbeit ist ja auch so, es macht ja auch Spaß. Es ist ja nicht so, dass es halt ein schrecklicher, furchtbarer Job ist. Also es ist ja auch schon ein toller Beruf, muss man ja sagen. Sonst würden wir das ja auch alle nicht machen und wären halt so engagiert. Ich sehe schon, wie positiv Sie Ihren Job sehen. Das ist ja wirklich toll. Und trotzdem gibt es ja eben den Mangel. Der ist ja jetzt seit Jahrzehnten nichts Neues und wird nicht so richtig behoben. Und auch deswegen würde ich sagen, Sie sind oder Ihr Berufsstand gehört eben mit zu den Verlierern dieser Krise. Würden Sie widersprechen? Na, widersprechen nicht. Es wäre schön, wenn es aus der Bevölkerung mehr Wertschätzung geben würde. Also so ein Applaus auf dem Balkon, sagen ja viele Pflegende, ja, kann ich mir auch nichts verkaufen und dem kann ich auch nur zustimmen, also für einen Applaus. Also ich finde es halt gut, wenn die Wertschätzung in der Bevölkerung doch deutlich höher wäre für diesen Berufsstand. Haben Sie noch Kraft für das nächste Corona-Jahr 2021? Ja, ganz klar. Vielen Dank, Frau Grote, für die Schalte auf die Intensivstation. Liebe Grüße und ein schönes Weihnachtsfest.